In einer violetten Farbe? Hat sich jetzt die Welt verändert? Wo befinde ich mich jetzt? Da können wir nicht hoch. Okay. Es sieht verändert aus, alles hier. Es ist auch alles so ein bisschen schwammiger geworden. Aber wo sind wir jetzt? Hier ist das zweite Schlüsselfragment. Wird die Welt jetzt wieder normal? Wir befinden uns auch ganz woanders. Also, ich weiß nicht, ob das... Aber normalerweise decken wir doch... Vom Nebel in die Irre geleitet, verliefen sie sich im Wald. Ja, das stimmt. Also, ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Und frag mich gerade, wo wir zum Teufel sind. Oh! Wir haben wieder zwei Fähigkeitspunkte. Halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Das heißt, um eine Seelenverbindung aufzustellen, zahle ich nur noch einen halben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt in der Situation so wertvoll ist. Eingesammelte Vitalität verdoppelt sich, ist natürlich auf jeden Fall worth. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Das ist natürlich auch ein ganz cooler Punkt und kostet uns jeweils nur einen. Aber ich glaube, wir brauchen auch als erstes mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Denn die Gegner, die haben es mittlerweile ganz schön in sich und halten ganz schön viel aus. Und deswegen machen wir erstmal das. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Ah ja, 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 der Damage Check gefällt mir schon mehr. Kann ich mich da oben? Nee, das sind einfach nur Kerzen. Okay, also der Wald ist so ein bisschen verschwommen. Ah. Azus Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Ja, und dass wir das natürlich versuchen möchten, das steht natürlich außer Frage. Hier können wir nicht lang. Das wäre ja auch zu einfach. Oder müssen wir irgendwie da einen Weg finden, hier durchzukommen? Oh, da kommt man doch ein bisschen kommt man durcheinander mit den... Mit den Tasten, mit den Kombinationen, was wir machen. Machen sollte. Ich finde das echt gerade ein bisschen unheimlich. Jetzt ist unser Speicherpunkt. Ne, der ist noch da. Gehen wir nochmal hier lang. Jetzt können wir hier auf einmal weiter. Also dieser Wald spielt uns Streiche. Und möchte uns auf jeden Fall verwirren. Kommen wir hier hoch? Können wir hier oben irgendwo lang? Gibt es hier irgendwo was Geheimnis? Ne. Gibt's nix. Oh, da wollte ich eigentlich nochmal hoch. Okay. Gut, dass wir gerade eben nochmal gespeichert haben. Ich will ja natürlich diese... Ja, das wollte ich einsammeln. Das speichern wir auch jetzt direkt. Oh. Okay, also Ori, wir müssen das anders machen. Gehen wir erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Ist auch ein Seitengang. Oh, nicht. Nein, Ori, nicht sterben. Speichern. So, das war alles, was hier gab. Na, dann hat es sich ja gelohnt, dass wir hier gespeichert haben, auf jeden Fall. Denn hier haben wir immer wieder eine Aufladung, nachdem wir sterben.
Was natürlich gleich passieren wird. Verdammt mich! Ja, hier haben wir ja wieder die Aufladung. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, gut. Die speichern wir nochmal hier unten. Und versuchen, ihn hier mal einzuheimsen. Einzuheizen meine ich, einzuheimsen. Ja, ich will ihn ja nicht mitnehmen. Ich will ihn ja nicht behalten, den Hannebämbel. So. Immer mit Ruhe hier. Geduld ist die Porzellankiste der Mutter. Heißt doch immer. Stirb. Ah, Mann, es sind viel zu viele Gegner hier auf einem Haufen. Dodge. So, okay. Gut. Okay. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit hier hoch. Hier hoch zu sterben. Und ehrlich gesagt will ich auch eigentlich hier hoch. Weil hier irgendwas, glaube ich, ist, was worth ist. Sehe ich das richtig? Gedutscht. Kannst nicht Arsch. So, am liebsten jetzt nochmal schnell speichern. Das Fiesel im Staun. Und das war auch so einer, der mir ziemlich heftig auf den Sack, auf den Zwirn natürlich ging. So. Das sieht so für mich aus, als würde es da noch irgendwo hingehen, ja. Das sieht für mich echt so aus. Ach, weißt du was? So, mal aufgeräumt. Aber weißt du was? Einen habe ich noch. Au, au, au. Weißt du was? Wir speichern hier oben nochmal jetzt. Ah ja, hier oben haben wir das noch. Nutzen wir es mal. So. Haben wir bald wieder ein Level up. Nochmal direkt gespeichert. Und ab geht's hier nach oben. Die Musik jetzt allerdings finde ich ein bisschen so... Ja, ist halt natürlich der Stimmung angepasst. Ja, na klar. Oh, bin ich gestorben. Ist natürlich der Stimmung angepasst. Ja, ist ja völlig logisch. Aber ich bevorzuge dann doch lieber so diese... Ah, guck dir an, der schöne Wald, wo du gerade drin rumläufst. Das ist voll geile Wald. Da kannst du voll viel Sache erleben. So, sowas bevorzuge ich eigentlich eher. Boah, diese Viecher, ey. Die sind annoying of doom. Da oben geht's nicht weiter, okay. Huch. Ach ja, jetzt muss ich erst hier runter, oder was? Muss dann mit meinen ganzen Skills... Jetzt da, okay. Nicht bewegen, nicht bewegen. Fosch. Das ist teilweise so unfair einfach nur, weil die Viecher nicht aufhören zu schießen, wenn du in der Nähe bist, ja? Und dann hast du eigentlich dann 3,5 Stunden, so wie hier jetzt, dass man da mal durchkommt. Okay, das ist auf jeden Fall ganz schön viel mit Stacheln und all so ein Zeug. Okay. Wir kommen auf jeden Fall tiefer in den Wald hinein. Tatsu erklomm immer die Berge hoch über den Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fertigkeit zu nutzen, musst du Shift drücken und halten.
Wenn du an einer Wand bist, so kannst du an ihrer Oberfläche entlanglaufen. Ja, Mann, das ist ja mal nice. Direkt speichern. Was wird denn Ori noch alles lernen? Oh, der Wald, er bewegt sich wieder. Okay, also können wir hier gar nicht lang? Oder? Oh, das ist doch eine Wand. Ja, dann gucken wir erstmal, weil ich glaube, da müssen wir dann weiter. Ich habe gedacht, hier müssen wir gleich weiter. Oh, jetzt können wir hier. Oh, das ist ja nice. Das ist richtig nice. Okay. Und jetzt können wir hier mit hoch und runter, praktisch gesehen, einfach nach oben und nach unten klettern. Das ist richtig cool. Ja, Frosch, das war Networth. Ich frage mich, was Ori noch alles lernen wird, aber ich glaube, ach ja, warte mal, das kann man ja sehen, wie viele Skills sie noch erlernen wird. Das kann man ja hier irgendwo sehen. Wo war denn das hier, ja? Es gibt jetzt noch eine Fertigkeit, die wir lernen können. Und das ist der Dash aus dem Stand nach oben oder zur Seite oder sowas, ja. Also wir haben schon fast alles gelernt, aber wir haben hier der Nebelforest 100%. Ach so, weil das alles so neblig ist, haben wir 100% oder was? Verstehe ich nicht. Tal des Waldes haben wir erst 48%. Die Waldsenke haben wir sogar, also haben wir nur 76. 64 im Hohlhain. Mondgrotte 81. Ja. Dornensumpf 87. Gut, da haben wir fast alles. Ja, die Mondgrotte. Ja. Dornensumpf, Hohlhain. Ginsobaum haben wir 98%. Hier haben wir, glaube ich, nur eine Sache oder so liegen lassen. Ich kann nochmal gerne gucken. Ja, da oben. Die Sache und die Sache. Ja, gut. Also zwei Sachen haben wir liegen lassen. Ja, Hohlhain müssen wir auf jeden Fall nochmal, Leute. Also das muss ich, also ich will hier schon. Ich will hier nicht einfach nur durchrennen. Ja, vor allen Dingen bei so einem schönen Spiel. Das ist dann viel zu schade darum. Ja, so ein Spiel muss man genießen bis zum geht nicht mehr. Ach so, ja stimmt, das war ja der Knabe. Halt! Wo, halt! Warum sind die? Hallo? Kommt ihr mal wieder her? Trollen die mich jetzt gerade? Komm. Nice. Good jump, my friend. Good jump. Oh. Ah, ne, jetzt sind wir ja wieder hier. Das heißt, wir müssen sogar jetzt zurück. Dann speichere ich jetzt hier gerade nochmal. Aua. Ah, man kann also auch nach oben mit dir gucken. Das ist auch cool, dass man sowas mal. Was? Was? Bin ich schon gestorben? Warum? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Wo bin ich denn hier jetzt gestorben? Ach, wegen der Explosion. Oh, so. Ach, hau ab. Jetzt sollen wir hier wieder zurück. Oh mein Gott! Das habe ich ja auch gar nicht gecheckt. Das hat sich auf jeden Fall ja wieder neu aufgebaut. Aber die Explosionsreichweite ist schon groß. Tschüss. So, jetzt gucken wir mal. Was ist das? Kommen die nochmal? Hui. Das ist so eine Sache mit diesem, ne? Das, was ich angesprochen hatte. Man vertippt sich aus Versehen einmal und schon Todessturz nach unten auf Doom. Einfach nur. Hau ab. Also, geht das hier immer abwechselnd oder was? Ich springe und ich springe und ich springe. Toll. So. Es ist echt manchmal so, wo man sich denkt, verdoomt auf Doom. Hau ab.
Speichere ich jetzt nochmal. So. Hüpf. Hüpf. Klettern. Hochklettern. Klettern, habe ich gesagt. Hochklettern. So. Hüpfe, nochmal Hüpfe, hochklettern. Klettern. So, den Hayopai kriege ich ja da eigentlich nicht so down, wie ich das will. Muss ich hoffen, dass ich ihn jetzt so down krieg. Oh, speichern. Das ist doch Verarsche pur. Also, hüpfen, hüpfen, klettern. So, warum soll ich ihn jetzt nicht darüber einfach? Ich mach's einfach so, wie es mir vorgegeben ist. Dann gibt's ja keinen Stress. Tschö. Gut, nochmal. Ich speichere jetzt einfach nochmal. Wir haben ja die Seelenverbindungen. Also bei jedem Hüpfen gehen die? Die nicht. Okay. Okay. Ach ja, schön. Damit haben wir ein Fragment hier wieder gefunden. Wir speichern hier wieder. Der Wald verändert sich wieder. Kann das sein? Müssen wir hier jetzt weiter? Man sieht halt auch nichts. Müssen wir jetzt wieder zurück oder hätte ich da jetzt gerade eben weitergemusst? Soll ich nochmal hier schnell hoch, um das zu checken? Ob das da noch weitergeht? Aber ich glaube nicht, ne? Ne, hier geht's nicht weiter. Gut. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder in Ruhe runter. Ja, lala, mit der Feder. Aha, jetzt haben sie hier die... Kann ich die eigentlich auch nehmen und dem zurück ins Gesicht werfen, dem seine blöden Bällchen, die er da... Okay. Wo kommt denn jetzt dann die nächste? Ach, da hätte ich... Ach so, da hätte ich ja hingemusst. Okay, gut. Hoch mit dir. So, hüpf und hüpf. So. Und jetzt hüpf und jetzt hier halt stopp. Und jetzt wieder hüpfen? Hä? Aber wenn ich jetzt hüpfe, sind die beiden weg. Gucken wir mal. Ja, wie soll ich das denn machen? Komm schon gar nicht durch, da verbrutzel ich mir doch alles. Soll ich etwa mit Anlauf? Ach, aje, okay, so. So, und das haben wir jetzt geschafft, ja. Jetzt wartet hier oben ein Gegner, der uns abschnitzelt. Oh, oh. Okay, wir haben keine Seelenverbindung mehr. Die nächste ist aber, glaube ich, gleich wieder ready, so wie ich das sehe. Und zwar jetzt, oder? Habe ich das falsch gesehen? Mit dieser Abklingzeit? Nee, okay, es dauert anscheinend noch. Oh, nein! Nicht sterben, Ori! Nee, schade. Okay, jetzt haben wir's. Das kann mir auch mal einer erzählen, dass es... So, gib mir Leben. Hep, darüber. Du haust ab. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wie ein Verrückter schieße ich deswegen. Ja, natürlich. Okay, das ist jetzt... Also der Wald hier... gefällt mir nicht. Der ist zu gemein. Kann er noch schießen mit dem Ding. Aber ich kann leider nichts anderes. Ei. Und ich habe keine Dings. Ich habe keine Seelensteine mehr. Also ich habe keine... keine Energiezellen mehr. Oh... Ich habe keine Energiezellen mehr, welche mich einen Speicherpunkt
aufstellen lassen. Ah, das lohnt sich jetzt eh nicht hier mit einem Leben nur.